Wer dann Socken trägt, der trägt hochwertige Socken. Made in Switzerland, genau gesagt seit 40 Jahren zu Balgach. Der Rune Tanner ist nicht nur tierliebend, er hat auch gerne Menschen, ist innovativ und kreativ und bietet seinen Kunden ganz spezielle Socken. Ich habe mit dem Rune geredet. Rune Tanner, wie bist du zum Sockenstricken gekommen? Also, der Vater hat mit dem Betrieb angefangen, im 75. Er hat vorher am Rohner gearbeitet und im 75 hat er sich dann selbstständig gemacht. Und dann hat er angefangen mit Socken machen, da in einem Zimmer. Und dann ist er sukzessive auch gewachsen. Dann etwa im 78 hat er das hier gebaut. Und ich bin im 87 bin ich dann dazugekommen. Ich habe zuerst Mechaniker gelernt, dann weiter gelernt auf diesen Sockenstrickautomaten. Und dann habe ich noch die Textilfachschule gemacht, die Händlerschule gemacht und so bin ich vorbereitet worden auf das Sockenbusiness. Und jetzt stehen wir hier bei einer von deinen vielen Maschinen zu, gell? Das ist eine mechanische Maschine, das hier. Das sind vollmechanische Maschinen. Das sind Bentley Rolls-Royce-Maschinen. Und ich kann die theoretisch auch nur mit Wasserkraft laufen lassen. Die braucht nur den Riemenantrieb. Und alles andere passiert dann mechanisch. Jetzt lasse ich die mal laufen. Jetzt ist die Maschine hier dran, jetzt tut die auf der Maschenreihe vom Rist den Spickel hier einstricken. Aha. Und das ist dann der Fersen oder die Spitze. Darum tut die jetzt hier pendeln. Und jetzt ist also das. Pendeln ist das, was man hier sieht, gell? Das so, pendeln so. Aha. Da wird der Zylinder macht. Jetzt ist das so. Pro zweimal rundum gehen, schiebt man hier die Kettenglied weiter, wenn da ein Knopf kommt. Schiebt man die Rummel weiter, wenn da ein Knopf kommt, jetzt kommt dann der neue Faden rein. Jetzt ist sie am Anfang. Jetzt gibt sie die 1-1 Hollerandschaltung, 1-1 Trennfaden, Gummirand rein. Und jetzt ist sie hier am Stricken, ganz hier oben. Jetzt ist sie hier innen dran am Stricken. Und da kommt sie in die Fäden hinten rüber. Da hat sie jetzt gestrickt, jetzt kommt sie ins Rohr. Gell, ich muss sagen, es ist ja hochkompliziert, um das genau zu zeigen. Müssen wir fast vorbeikommen, Führung, sich das selber mal anschauen, gell? Also, sie sind, die Maschine sieht nicht nur kompliziert aus, sie ist auch kompliziert. Gott sei Dank. Und ich kann einfach mal ein bisschen grundsätzlich erklären, wie die funktionieren. Jawohl. Eben, jetzt sehen wir hier die Kern hier über rein, geht die hier in die Maschine und verstrickt. Jawohl. Da innen. Also, einem anderen würde ich jetzt nicht sagen, soll die Finger reinheben, aber ich weiß, was die Maschine macht. Jawohl. Und jetzt strickt die hier. Jetzt kann man hier ein bisschen. Wenn die strickt, dann der Kette hier unten, hat es dann wie einen Kübel. Da kommt jetzt der Socken raus. So, und dann geht man dann hier unten in den Kübel rein. Und da ist sie am Stricken. Jawohl. Und eben, das ist eigentlich, was passiert und bei der Kette, wenn etwas passiert. Ah, da drüllt sich jetzt, gell? Genau. Und der Kübel muss ja mitdrehen mit dem Zylinder. Sonst müssen sie ja aufwickeln. Ja, genau. Du bist ja Mechaniker und du sagst selber, ist hochkompliziert, gell? Ja, also es ist aber das ganze Zusammenspiel. Ja. Die Bewegungen, die man zusammenpassen, das ist eigentlich das Komplexe. Und auf dieser Maschine kann man 50 Jahre gearbeitet haben, komme ich Fehler für noch nie gesehen. Und wenn mal etwas ist, dann musst du einen Mechaniker haben, oder? Nein, selber? Das ist das, was ich gelernt habe. Ah, da kannst ich kann die Maschine selber flicken. Voll, also ich habe die schon mal komplett vertrennt und wieder zusammengebaut. Jetzt nicht unter einmal. Ja. Aber sicher, ich habe schon alles da mal weggehauen. Du, dein Lehrmeister beim Sticken, gell? Da steht ganz bewundernd neben dir, gell? Also, wir staunen, Pedi. Ja. Aber wenn wir jetzt da weißt mal... Weisst da? Da habe ich jetzt eben einmal eine Nadel, die strickt. Aha. Jetzt kannst du schnell das Mikrofon heben. Jetzt, das ist eine Nadel. Funktioniert ja eigentlich wie Häkeln. Faden, da ist die Masche drauf, Faden kommt rein und zieht es mir durch. Wie ein Häkeln. Ich probiere es noch mal zu sagen. So. Jawohl. Und die da ist jetzt so wie mit einem Schieber eingehängt. Ich sage es mal so. Gut, ja. Und das Zimmer ist da innen im Zylinder in einem Schlitz innen. Aha. Und die Nadel. Der Zylinder ist das, der dreht. Da ist das, der dreht. Genau, ja. Wahnsinnig, ja. Und die Nadel macht also, darum habe ich jetzt hier so Füßchen dran. Jawohl. Jetzt ist es eigentlich wie Gleis, so zieht es man es rauf oder so schiebt es man runter.
Jetzt macht die Nadel aber immer die Kurve da innen. Aufgehen. Und so strickt die. Du, hast also ich ein das Gefühl, René. Was? Du bist noch ein Fan, hä? Also, es ist eine interessante Arbeit, weil sie ist komplex. Ja. Wenn man denkt, das ist eigentlich so ein banales Produkt, ja, aber ist trotzdem so vielseitig und kompliziert zum Herstellen. Also, mir gefällt das. Und der Ernst ist schon ganz geil. Hin und weg. Ja, und ich war schon ein paar Mal da und jeder ist noch, kommt wirklich. Genau. Ja. Ja. Du machst schon Führungen, gell? Ich mache auch Führungen hier, weil jeder dreht Socken und niemand weiß, wie es hergestellt wird. Und es ist für ihn eigentlich interessant. Der Mann mehr Technik, Frau mehr Textile. Und also bis jetzt habe ich immer das Gefühl gehabt, die Leute sind begeistert. Ich habe Gruppen, die sind schon mehrmals schauen. Ich habe mal eine Gruppe gehabt, da sind 27 Bäuerinnen da drin gestanden. Gut, da ist es dann eng geworden. Aber es ist einfach etwas Interessantes, um zu schauen, wie das überhaupt einmal hergestellt wird. Wir sehen jetzt weitere Sachen noch, aber du machst natürlich auch ganz spezielle Socken, gell? Also du machst Socken für die Schweizer Garten, für das Gefängnis, du machst spezielle Logos, spezielle Wünsche und das alles, du hast mir für den Preis gesagt, ich weiss nur, wer darf sagen, zu einem aus meiner Sicht extrem günstigen Preis. He? Also es sind günstige Preise soweit, also sicher nicht so teuer wie jetzt viele im Monat. Nicht. Also das würde ich schon sagen, du hast mir Socken gesagt, wirklich absolutes Design, das ist gesagt 8 Franken. Gell? Also für diesen Preis kann ich den herstellen. In einer eben, grösseren Menge, sage ich jetzt einmal so. Ja, ja, ja. Aber das ist eigentlich auch das, wo ich davon lebe. Das ist jetzt für eine Frau, die hat eine Textilfachschule gemacht. Und das ist jetzt für eine Projektarbeit, hat die so einen Socken designt und die tue ihr den ausstricken. Die braucht jetzt 300 Perlen von denen. Und dann kann ich das so herstellen. Wenn Sie eine Musik haben, wenn Sie einen Verein haben, irgendeine Idee haben, dann könnt ihr zu dir kommen, oder? Dann kann man problemlos zu mir kommen. Es ist vieles machbar. Es ist nicht alles machbar. Mein kleinster Punkt von einer Socke ist ja eine Masche. Genau. Also der kleinste Pixel. Und dort bin ich beschränkt. Ja. Und da bringt man dir zum Beispiel ein Logo, irgendetwas. Du machst am PC dann, oder? Richtig. Ich komme einfach das Logo über. Ich kann jetzt aber das Logo nicht einfach eins zu eins ins Programm genau, einlesen. Natürlich. Ich muss es umsetzen und dann so anpassen. Aber ich kann dann nachher mal noch zeigen, wie das so funktioniert. Ja, dann gehen wir noch weiter, hä? Gehen wir mal weiter, ja. Das ist ja unglaublich, die Maschine da hinten. Also ich lasse jetzt die... Weißt, die ist jetzt nachher gerade fertig, der Auftrag. Genau. Das ist jetzt Alpaka. In der Schweiz werden ja Alpaka gezüchtet und die muss man scheren wie Schöf. Jawohl. Und jetzt hat es im Thurgi unten eine Spinnerei. Er meint das für Herbert Hauser zu Altstetten. Ja, der ist bis jetzt noch nicht gekommen. Aber selbstverständlich macht man noch dort. Und nein, der ist im Thurgi unten eine Spinnerei, die dann da das Garn daraus rausspinnt. Also dicker dürfte der Faden nicht mehr sein, sonst bringen dann wirklich nicht mehr die Maschine durch. Aber so kann ich dann so wie ein Händchen mit den Socken stricken. Ja. Und so ist die Wolle noch in der Schweiz gewachsen, verarbeitet und verbraucht worden. Ja, der Ernst hebt sie der Hand, Handgleis mit Seis, gell? Also, sie sind noch schön fest und dick. Und ich gebe das Mikrofon noch mal. Ja, was sagst du so eine Qualität, Ernst? Ja, erstaunlich. Also, und ein Händchen, wie man sieht, ist die Mutter in sie. Ja, alle gehen. Ja. Es geht in die Richtung rein. Also das ist jetzt ein grosser, das ist jetzt ein 547. Da gibt dann eben hier den Socken, hier Spitzen. Und das ist für mich so, dass ich dann noch kontrollieren, ob dann alles recht ist. Da eben 1-1-2-2 Glättstricken, alle Nadeln rechts. Und eben, Die Maschine tut den Socken zusammengehängt stricken. Und dann, das ist dann nachher die nächste Arbeit, da vorne zusammennähen. Dem sieht man dann Kittler. Das kann ich dann auch noch zeigen. Jetzt zeige ich mal gerade idealerweise, mal, wie man den Socken trennt. Jetzt nehme ich einfach mal an, da spielt sie sowieso keine Rolle. Die kann ich so oder so trennen. Eben, so komme ich die aus der Maschine raus. Ohne am anderen. Fertig gestrickt, aber zusammengehängt. Jetzt hat es hier den weißen Faden drin, ziehe ich den raus. Da hat man mal schon gesehen, ich soll langsamer arbeiten, weil es zu schnell gegangen ist. Aber jetzt sieht es brutal aus, jetzt mache ich hier einen Schnitt rein. Kann ich hier kehren, den weißen Faden rausziehen, den braunen Faden rausziehen und jetzt ist er getrennt.
Ja, also, ich habe es nicht gesagt wegen dem Film. Hätte schon langsamer können sein, aber ich meine, bei diesen Preisen musst du schnell schaffen. Ja, musst du schnell schaffen. Ja, das ist auch ein bisschen Fürschen gekommen. So. Jetzt, wenn ich den Socken so gestrickt habe, ich habe ihn getrennt, jetzt ist dann der nächste Arbeitsgang da vorne zusammen. Und darum habe ich auch den weißen Ringel da. Da ist es dick und da ist es dünn. Den brauche ich dann als Anschlag. Da gehen wir gleich mal schnell auf die nächste Maschine. Jetzt wird es dann halt noch lauter. Wieder den Socken im richtigen Ort nehmen. Auf die Schienen aufziehen. Jetzt habe ich einen Anschlag mit dem Ringel. Jetzt bin ich gerade drin. Jetzt kann ich den hier reinführen. Da schnitzen wir den Ringel ab. Einmal zusammen ein, zweimal zusammen ein und dann kriegen wir dort raus. Dann haben wir noch den nächsten drauf. Und so geht es dann einfach vorwärts. Ja. Und dann wieder abschneiden. Jetzt ist der Socken vorne zusammengenäht. Jawohl. Kettelt. Jetzt zeige ich das da mal. Jetzt ist der Socken an und für sich fertig. Jawohl. Also, den muss man dann noch retour drehen und nachher noch formen, weil so kann ich den nicht verkaufen. Ist aber noch nicht möglich. Warum nicht? Er ist aber noch nicht bügelt, ist noch nicht so schön. Ah, sehr gut. Dann geht es auf die nächste Arbeit. Heula. Der Senna, lass noch mal einmal durch. Lass noch mal einen durch. Ja, Senna. Kann nichts schauen, dann haben wir nicht mal ja, sicher. Ja, ich muss es ja sowieso kicken. Ja, genau. Da oben zusammen ein, zweimal zusammen ein und dann geht er raus. Super. Jetzt, genau. Wo ist denn der, der es abschneidet? Dann saugen Sie mir hier ab und kicken in diesen Kübel rein. Da. Das ist eben heute alles ein bisschen mit Luft und Saugen und alles drum und dran. Saugen und Blasen. Steht einmal da beim Schnitzer auf der Lastmacker. Jetzt müssen wir hier vorne gehen. Jawohl. Wenn ich jetzt den Socken eben so gemacht habe, dann muss ich den Formen bügeln. Und da habe ich für jede Grösse hier so Formen und muss den Socken einzeln aufziehen. Also, dann ziehe ich die hier auf rundum. Ich kann hier rein drüllen. Dann strömt hinten der Dampf ein, mit heißer Luft ausblasen. Dann kann ich den hier wieder, also hier mache ich Tack, eben nicht drauf, aber hier im Rundgang. Dann ist der Socken so weit fertig. Wahnsinn, das ist der Aufwand. Ja. Dann, wenn der Socken so gemacht ist, muss ich den noch perlweise zusammenlegen. Ja. Und dann noch die Tätige dran nehmen. Du hast das jetzt so ratzfatz gemacht, weißt du, jetzt würde mich mal noch ein Experiment interessieren. Jetzt. Könntest du nicht dem Ernst mal so einen Socken geben und er soll mal einen aufsetzen? Das würde mich auch interessieren. Aha, ja. Wegen dem Aufzug? Ja, genau. Ja. Weißt du, das hat bei dir jetzt so einfach ausgesehen. Weißt du, jetzt würde mich interessieren, wie es läuft, zu sehr muss machen. Ja. Oder? So, jetzt Ernst. Jetzt geht's los. So. Ich sehe schon, es geht schon langsamer, ja. Gell? Aber er ist geschickt und ja. Sauber drauf tun. Wunderbar. Ist gut. Also, es ist noch nicht, der Fersen, die Spitze ist auch noch nicht so. Aber dass er gerade drauf ist. Genau. Ja. Gut. Ja. Das ist wie im Sticken. Aber eben. Dann muss ich nächsten Mittwoch. Komm wunderbar. Rüber, ja. Genau, kannst du mir alles durchlassen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, es braucht einfach Routine, gell? Es braucht Routine, es ist alles Übungssache und so weiter. Und mit der Zeit kommt man drin rein. Jetzt vom Socken machen, die Maschine hat immer am längsten. Ja. Und während dieser Zeit mache ich einmal die anderen Arten. Ja, ja, ja. Aber es ist ein riesen Stress da. Ja, ein Stress. Du sägst von einer Maschine zur anderen. Ja, ja, also ich bin jetzt mit dem aufgewachsen, für mich ist es normal. Aber Stress würde ich jetzt hier nutzen. Ja, das ist aber geschafft. Ja, man sieht das auch nicht an. Bei dir hast du das Gefühl, hast du eine hohe Freude. Also, mir gefällt es auch. Was? Ja. Ich sage es jetzt einmal so, ich sage mal hier noch einen. Da ist jetzt die Hochschule Luzern. Jawohl. Die haben auch so einen Socken, den sie produzieren lassen wollen. Wir sagen es dann dahin beim Mustern. Ich habe eine Vorlage bekommen, der umgesetzt und dann den Socken daraus rausgestrickt. Aber da ist gesagt, du könntest nicht alles machen. Du könntest auf Mixen fahren. Also es geht. Aber da, das ist jetzt doch schon sehr, sehr dekorativ und fein. Und, ja. Ich habe jetzt einmal für VBZ, Verkehrsbetrieb Zürich, etwas hören machen. Die haben etwa so gross den Zürich-Leuwillen. Ja. Der geht jetzt einfach nicht. Den bringe ich dann wieder nicht mehr her. Von der Grösse. Von der Grösse. Mein kleinster Punkt ist ja Maschen. Ja. Das ist ja
Pixel ist eine Masche. Ja, aber sagen, das Design ist jetzt schon extrem, wie das umgesetzt also hast, da ja? Bin ich schon vielseitig, weil ich habe bei dem, da ist Oberhochschule Luzern drin. Ja, aber da bist du sicher eine Ewigkeit dran. Da bin ich jetzt relativ lang dran gewesen. Das ist jetzt ein kompliziertes Muster. Aber als Mechaniker, also lernst du das mit einem CAD-System, das Zeichnen und das alles umsetzt? Oder? Also ja, das ist jetzt aber heute als CAD und wobei, eben, auch Mechaniker ist heute eigentlich mehr auf der CNC-Maschine, ist es einfach der Lauf der Zeit, dass heute alles computerisiert wird. Ich habe dafür aber auch viel mehr Möglichkeiten zum Stricken. Aber du bist ein kreativer Typ. Ja, kann man so sagen. Mal, wir bringen bis jetzt haben wir alles hergebracht. Also. Super, hä? Ja, mal. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten, oder was? Dann gehen wir mal hinterher und dann sage ich mal, wie so ein Socken entsteht. Ja, eben, wie gesagt, also, wir machen jetzt eine Reportage, wir laufen einfach nach, aber ja. Was man natürlich da sieht vor Ort, das kann man nicht also, so überbringen. Also, wenn ich dann sage, ist eine Maschine, wie sie den Socken abnimmt. Die Maschine hat 168 Nadeln. Der Faden wird oben aufgewickelt und da unten abgezogen. Wir sind ja vorher auf der anderen Maschine gewesen, wo es wie der Händlis mit dir gegeben hat, der hat 104 Nadeln. Dann komme ich einen dickeren Socken über. Jetzt, wir schauen jetzt das an. Wir haben ja vorhin geschaut, wie ein Socken gekettelt wird. Jawohl. Und das macht jetzt die Maschine selbstständig. Somit der Apparat nimmt mir den Socken von den Nadeln weg. 168 Nadeln, da hat es einen Ring. Ach, da sieht man auch die, genau. Da hat es einen Ring mit 168 Höckchen drin. Jawohl. Und da hat es nochmal einen Ring mit 168 Nadeln. Genau. Also, wenn dann jetzt der Socken fertig ist, dann haltet die Maschine, dann schauen wir dann, was dann passiert. Dann geht es durch, gell? Ja, genau. Es ist auch einfacher zu erklären, wenn man sich... Das hält immer hundertprozentig? Richtig, ja. Also die... Hast du nie einen Käuter, wenn es es durch tut? Praktisch nicht. Nicht? Also auch mit der Alte, das ist praktisch nicht. Aha. Und ich kann Millionen von Maschen machen, so eine Nadel, bis die kaputt gehen. Also es ist wirklich... extrem ausgereift und robust und stabil. Jawohl. Jetzt ist sie da in der Spitze innen dran. Ich hoffe es wenigstens nicht, wenn ihr das einfach seht. Jawohl. Jetzt sind wir dann am Schluss vom Stricken. Und jetzt halten sie den an. Jetzt, wir haben ja vorher gesehen, wie ein Socken gestrickt wird auf der alten Maschine. Jawohl. Da passiert eigentlich da genau dasselbe auf dem Tal von dieser Maschine. Und jetzt haben wir den Apparat dran, dann nimmt man jetzt den Socken weg. Ich lasse jetzt den Automat laufen. Also das ist dann einmal auf das richtige Programm über. Und jetzt passiert es da. Der Ring geht rauf, positioniert sich über dem Zylinder. Und jetzt kommen wir da. Jetzt kommen die Nadeln rauf. Und jetzt gehen die Häkchen an die Nadeln, züchten wir den Socken ab. Und jetzt hängt jedes Mäschchen vom Socken da innen im Ring innen. Jetzt geht er da rüber, positioniert sich unter den anderen Nadeln, die wir gesehen haben, einsaugen, wieder Ausgangsposition und jetzt wird der Socken umgestülpt, dass er auf links geht. Da oben kommt jetzt der Hebel oben runter, ob ich das Rohr mir nachher nicht runterkriege. Da geht es weg und jetzt ist dort jedes Masche von einem Nödel oben. Und jetzt legt man dann den Ring so zusammen. Jetzt sind die Maschen gegenüberliegend abgestoßen. Und jetzt wird es dort hinten zusammengenommen. Und die macht jetzt bei den Nadeln einen Strich und dann macht die noch einen Zwischenstrich. Jetzt hat sie dann das fertig genäht. Faden abgeschnitten, Ausgangsposition, Ring aufmachen, Socken abstrupfen. Und jetzt saugen sie ihn ab. Jetzt passiert alles automatisch. Genau. Dann habe ich ja Zeit jetzt da. Genau. Eben noch wieder den Socken holen von den Nadeln. Überdreht auf die Höckchen. Und dann kommt auch wieder die ganze Maschinerie einsaugen. Auf links drehen, dann, also den Schubstecker links drehen. Wie lange geht es, das Nähen da? Ich habe es noch nie gestoppt. Aber kurz, hä? Ja. Jetzt ist sie über der Hälfte, wo sie das heisst, jetzt muss sie langsam da auf den Rohr gehen, hä? Richtig. Wenn man das absaugen will, aufpassen. Jetzt ist sie dort da. Jetzt ist sie fertig. Fertig? Ja. Aha.
Ausgangsposition, jetzt aufpassen, auf. Und weg ist er. Da geht der Tennikübel rein. Ja, wahnsinnig. Und jetzt ja. Geht sie wieder in die Ausgangsposition. Ja. Bereit für den nächsten Sommer. Was, der Ernst hat noch? Ja. Du hast noch? Ja, wenn ihr die heiße Gär alles gehört, aber höchst interessant. Das ist jetzt für die Hochschule Luzern, die wollen hier das Muster machen lassen. Ich komme das so rüber. Da musste ich jetzt zeichnen, jetzt kann ich nochmal da recht vergrössern. Jetzt, jedes Häuschen ist eine Masche. Und so musste ich jetzt hier zeichnen. Aber ich kann da jetzt. Das, sind die, das heisst jetzt nicht, das ist blau im Socken, sondern nur, welcher Faden muss wenn rein. So kann ich das steuern. Ich habe ja hier drin, 6 Blöcke an 3 Fadenführern und jeder Faden hat eine Farbe. Und wenn ich jetzt hier etwas will zeichnen will, dann tun wir hier anders. Dann kann ich hier da das machen und jetzt macht man den Fadenführer 1 in das Muster das hier rein. Ja. Und so muss ich eigentlich das Muster hier zeichnen. Da kann ich einen Kreis machen. Aber da ist jetzt Fleissarbeit und das sauber abzeichnen. Und wenn man hier, da kann man dann füllen. Also, das sind einfach die Programme. Und aber so, da musst du dann auch mal probieren, vermute ich, nicht? Ja, also, jetzt, wenn sie das nicht ganz rund haben, dann fängst du an anpassen. Da ein bisschen dicker machen und dann, was macht jetzt was aus? Und so zeichnest du das Muster. Wenn jetzt das Muster so gezeichnet ist, da habe ich jetzt nur das Muster, das tue ich jetzt nicht speichern, das tue ich jetzt abbrechen, sonst habe ich es weg. Jetzt gehen wir auf das Sockenprogramm. Jetzt sind wir zuerst im Musterprogramm drin. Start auf. Das sind jetzt die verschiedenen Socken, die ich machen kann. Start auf, aber der zweite PC hat immer ein bisschen länger. Aber das ist ja so, wenn ich es vorhanden müsste, zusammen schustern, das Muster gegenüberstellen. So. Jetzt da auf der rechten Seite, das ist das Sockenprogramm. Das ist ein Socken. Was ist das alles, was du zusammengescrollt? Das ist alles ein Socken. Oh erst Gott, jetzt ist der Socken fertig. Aha. Das ist das Sockenprogramm. Jetzt muss ich natürlich. Also, das, nicht... das generiert es automatisch, oder? Ja. Jetzt. Es generiert es mir automatisch das meiste. Ich muss jetzt einfach noch anpassen. Welchen Fadenführer will ich, wie gross soll der werden, wie lang muss er werden, was für einen Gummirand will ich drin haben. Es gibt gleich noch sehr, sehr viel. Das ganze Design, gell? Genau. Da muss ich dann anpassen. Da hat es noch die verschiedenen Fadenführer. Und wenn ich jetzt hier reingehe, das ist jetzt das Programm für das Muster. Gehe ich hier wieder das, was wir hatten. Die hat Fankhauser. Dann nehmen wir was auf. Öffnen. Jetzt noch ich die beiden Programme zusammenhängen. Jawohl. So. Und jetzt kann ich mit dem abspeichern und auf die Maschinen aufweisen. Das sieht jetzt eigentlich nicht so kompliziert aus. Aber bis man einen Grundsocken hat, der am Fuß verhebt, also dort ist man einen Tag, zwei dran. Dann steckt man wieder runter, probiert ihn aus. Ja, dort ein immer habe ich gemeint, gell, musst du musst rumprobieren. Genau, ja, dort musst du jetzt einfach rumprobieren. Auch bei den Fäden, weil es passt und so weiter, oder? Ja, die Fäden sind dann mit der Zeit Erfahrung. So. Jawohl, ja. Welcher Faden, wie er nicht rauskommt. Aber es ist nicht gleich, eben, wie lange muss er werden, was will ich machen, will ich einen Fluss drin, wo gibt es mir einen Fadenwechsel, wann kommt der Fersen, wann kommt das Muster, wann kommt das. Und welcher Faden muss ich wann drin haben. Also da muss ich dann alles anpassen. Ja, ja. So weit. Also, wenn ich denn das habe, ist es nicht mehr eine riesige Sache, um das zusammenzuhängen. Aha. Aber das Muster zeichnet das, da bin ich jetzt gleich ein paar Stunden dran gewesen, bis jetzt das so gestanden ist. Ja. Darf ich etwas fragen? Ja. Also, du kannst nicht das Muster einscannen und nachher macht das Programm einen Vorschlag. Nein. Also ich muss wirklich das so zeichnen. Ich muss das anfangen auseinandernehmen und dann mal jemanden zeichnen, dass die Verhältnisse etwas stimmen. Genau, das kann man also, gut vorstellen. Ja. Und da ist ja das, was aufwendig ist. Jetzt sage ich gerade mal ein anderes. Da hat man
Das ist Jolanda Brändli von Moslik, die hat auch, die macht, ist bekannt für so Scherenschnitt. Die hat mich auch zweimal angefragt, um so ein Muster zu machen. Jetzt, das hier kann man nicht machen, weil das ist jetzt schon gegärt. Aufwendig, jetzt gebe ich das. Ja. Gut, das wäre natürlich sehr, sehr filigran. Ja. Ja. Aber, ja, ja. Aber ich habe jetzt hier, sie hat mir dann noch zwei geschickt. So. Jetzt kannst du mir noch mal schnell das Mikrofon heben. Oh, Entschuldigung. Und jetzt sind wir da, haben wir jetzt einmal einen sonnigen Socken gemacht, so weit. Mit dem, da muss ich auch wirklich alles zeichnen. Da bin ich jetzt ein paar Tage dran gewesen. Wahnsinn. Weißt du, es macht viel aus, habe ich da eine Maschereihe mehr oder weniger, wirkt die Kuh anders oder so. Und da kann ich jetzt nicht einfach einlesen, sondern da muss ich jetzt so... Eben, das habe ich ja gemeint, das ist ja genau. Viel mehr als einfach nur eine technische Angelegenheit. Nein. Also. Und weißt du, musst ja auch ein bisschen Anpassungen machen. Bär ist jetzt das Eichhörnchen logisch schön auf der Linie. Jetzt musst du das Eichhörnchen einmal zuerst überhaupt zeichnen. Also, und dann, wie setzt du das rein? Habe ich Platz mit dem? Geht es mir mit den Pixel auf? Also, so musst du das so ein bisschen anpassen. Und wie ist denn das? Machst du dann einen Probesocken und gibst der Kundschaft wieder? Und ja. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und nochmal und dann anpassen oder so. Ja. Also da sind wir jetzt auch noch dran. Da haben wir jetzt mal das Muster gemacht und jetzt schauen wir, was weiter daraus entsteht. Aha, ja. Also wie. Das ist etwa das. Und dann gibt es eben, gell, gerade vorne, ja, wie sagt man, bei der See vorne. Beim Laufen gibt es etwa mal eine Art, gell, und da gibt es eben auch unterschiedliche Möglichkeiten, gell, dann. Also du, das ist jetzt deine Art bei den Zechen über rein, ja. Jetzt, wir haben ja beide Varianten jetzt gesehen. Das erste Mal, als ich den schwarzen Socken auf die Maschinen aufgezogen habe, dort wird es genäht. Jawohl. Und da gibt auch eine dünne Naht. Und da wird jetzt bei der Maschine, die wir als nächstes gesehen haben, dort wird jedes Mäschchen mit dem anderen vernäht. Genau. Also wie, und das ist jetzt die dünnste mögliche Naht. Also deutsch und klar gesagt, haben wir drüber greift, man merkt eigentlich die Naht nicht mehr, gell? Und wenn so einer sieht, dann merkt die Naht, dann merkt es im Kopf und nicht an den Füßen. Das ist aber auch noch vielfach so. Darum ist es im Sportbereich bin ich nicht gross, weil dort muss jetzt exakt das Federli drin sein und dort drin sein. Sonst ist man gerade eine halbe Sekunde langsamer auf 100 Meter. Das sind einfach viele so Glaubenssachen, auch wie bei den Jägern. Wenn er die falsche Zipfelkappe hat, dann sind halt alle Hirsche vor. Das ist dann dort ein kleiner Glaubenssache drin. Du, René, wie sind es so deine schönsten Projekte gewesen? Also, mein schönstes Projekt, das war ja mal ganz klar das für die Schweizer Garten. Wo ich dann da... Was sind das? Etwa 150, nehme ich an. Also, sind jetzt insgesamt 120 Bärli für die Offizier und die Wachmeister. Die Soldaten, das sind die, die gelb-rot-blauen Uniformen haben, die haben Gamaschen an. Genau. Und die Offizier und die Wachmeister haben eine Galenuniform und dort brauche ich sie... Knüsocken. Jawohl. Da bin ich auch mal und denke, ja, wer braucht das da als Knüsocken? Und ja, die Schweizer Garden auch. Und dann habe ich einfach mal einen gestrickt. Das war ein blauer, in einem Couvert, Kommando Schweizer Garden, Vatikan und das also abgeschickt. Und dann ist da eine Weile gegangen, kommt eine Mail-Retour. Sie danken vielmals fürs Muster. Im Moment brauche ich es nicht, aber sie behalten die Adresse. Und ein Vierteljahr später ist dann gekommen, sie brauchen etwas. Und dann haben wir angefangen mit Muster machen, mit der Länge, mit den Weiten, mit den Farben, alles drum. Und die sind locker 50 cm, ja? Ja, das sind sie auf jeden Fall, weil sie müssen ja weit übers Knie hochgehen. Genau. Sie haben ja die Kniebundhosen genau. Genau. Damit, dass dann das weisse Bohr vorkommt. Ja. Ja, und dann habe ich den Socken machen dürfen. Und vor einem Jahr habe ich es dort besuchen im Vatikan. Heila. Also hat man eine Führung gemacht. Und, also muss ich schon sagen, weißt, dann kannst du ein bisschen hinterher ins Zeughaus rein. Bist du im Vatikan zu Rom, dann tut er einen Kasten auf und dort oben sind deine Socken drin. Ist jetzt, da bin ich jetzt stolz auf mich. Ja. Also das ist jetzt, das sind jetzt schöne Sachen. Also ganz eindeutig, der Papst wird bewacht mit deiner Socken. Richtig, jawohl. Ja. Da müssen wir es einfach mal. Also besser geht es nicht mehr. Genau. Oder was jetzt auch noch ein Projekt ist, jetzt nehme ich da mal noch schnell etwas. Ja. Da wäre... Das ist jetzt ganz neu und da sind wir jetzt ganz am Anfang. Das ist jetzt mit der ETH zusammen, machen wir für Armprothesen. Oh! Jetzt muss man sich denn das wie vorstellen, wie so ein Schallenskischuh. Die ETH macht die Schallen und ich der Innenschuhe. Genau. Handgelenk mal Pi.
Und da spielt dann die Verarbeitung, gell, schon sehr, sehr eine grosse Rolle. Natürlich. Richtig, ja, und ja. Da sind wir jetzt aber ganz, ganz am Anfang. Da habe ich erst einmal ein Muster gemacht. Die Idee ist, da kann ich jetzt nicht sagen, das ist ja die Idee von der ETH. Ja, da ja. Muss sie entwickeln. Und da muss man jetzt schauen, sie müssen es ausprobieren, funktioniert es, was sie noch zusätzlich machen wollen. Und man muss nie für Anpassungen machen. Da kommen jetzt die verschiedenen Materialien zum Tragen. Aus welchem Material machen wir da? Muss man noch etwas beschichten? Funktioniert es anders? Aber da ist jetzt ein Prozess, bis wir das haben. Aber das spielt zum Beispiel eine Rolle wie dem, weil es ist der exakt. Oder? Exakt. Also die Dehnungen, die Weiten, alles drum und dran, da muss man jetzt raus schauen, was ist optimal. Jetzt machen wir das einmal technisch optimal und dann fangen wir mal an, dass das überhaupt einmal ohne dreht. Ja, genau. Und erst dann kannst du dann die nächsten Anpassungen machen. Also das ist jetzt wirklich, da machen wir wahrscheinlich Mengen Muster, bis man kann sagen kann, jetzt haben wir es. Aber glaub, generell könnte man sagen, gell, die anderen Socken eben auch für ganz spezielle Ideen und Wünsche. Richtig, ja. Richtig, ja. Ja. Also was technisch möglich ist, oder auch für die Stadler Rail, die brauchen die Schläuche. Ja. Mit der Zeit ist dann bald jeder Schweizer Loki auch noch ein bisschen die Tannensocke drin. Ja. Weil in einer Loki hat es Kompressoren und die Luft muss man trocknen und das ist ein Granulat. Und der Schlauch ist die Verpackung für das Granulat. So, und das darf ich auch machen. Wie machst denn du das? Weißt, ich kann mir das vorstellen, weißt, dass es dann Verfärbungen gibt? Oder dass es, machst du das selber Test mit dem Garn oder so? Da tue ich das. Ich habe eine Färberei im Emmental, wo mir das färben so. Ja, ja. Und das ist schon wieder ein nächstes grosses Gebiet, die Färbereien. Ob das verhebt, Waschecht, Lichtecht, was auch immer. Eben, da muss die ganze Kette dann stimmen, gell? Richtig. Natürlich, ich bin Spezialist auf dem technischen Sockenmachen. Ja. Wenn es das Garn ist, dann gehe ich zum Garnhändler und sage, du, ich will der und der Effekt. Was empfiehlst du mir? Ja. Oder beim Färber, die muss, jetzt zum Beispiel für das Gefängnis, die muss auch für Chlorecht und Desinfektionsmittel und alles drum und dran, muss es aufheben. Und dann muss ich das dem Färber sagen, du, der Socken muss die und die Anforderungen haben, tun wir das gerne so färben. Also ich brauche wirklich die ganze Kette, dass wir am Schluss ein gutes Produkt herbringen. Man kann noch ewig reden mit dir, gell? Aber das ist so dein grösster Wunsch, dass die Kundschaft zufrieden machst. Das ist das Wichtigste, dass die zufrieden sind, dass die wiederkommen und ja. Das ist für mich etwas Schönes und eben, das ist auch das Schaffen von mir. Man hat es jetzt gesehen, ich mache jetzt alles alleine. Es ist auch die Vielseitigkeit. Ich habe es vom Lieferant über die Maschine bis zum Kunden, habe ich alles zu. Es ist die Abwechslung. Und wenn es euch passiert, dann weiß ich, wer die Schuld ist. Ist auch so. Aber wenn etwas gut läuft, weiß ich auch, wer es gut gemacht hat. Rundum zufrieden eigentlich? He? Im Großen und Ganzen. Mal, ich bin zufrieden. Mal funktioniert es so. Mit meiner Größe. Ich will eigentlich auch nicht mehr wachsen. Also funktioniert es und so möchte ich es behalten.